Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Part von Smite. Dieses Mal spielen wir Anhue als ADC, denn es wurde sich von den Zuschauern gewünscht, dass ich mehr spiele. Und ich dachte mir, jo, wieso nicht, ich gehe gerne auf Wünsche ein. Falls ihr irgendwelche Wünsche selbst habt, schreibt sie gerne in die Kommentare. Jo, dann kann vielleicht in einer der nächsten Folgen einer eurer Wünsche sein. Gott, jo. Also, ja, Anhue ist ein Gott, den ich meistens eher weniger spiele. Er ist zwar stark und sowas, aber er basiert total viel auf Skillshots treffen und sowas. Und ich muss zugeben, bei sowas bin ich nicht so krass mit dabei. Und dafür braucht man sehr viel Mana eigentlich. So, also wir müssen gegen Athena und Ulla dran. Gegner haben einen Nemesis auf der Solo-Lane, eine Hera in der Mitte und einen Aokwang im Jungle. Jedenfalls sieht das so aus, weil hier irgendwie Leute spielen Nemesis auf der Solo-Lane. Daher, ja. Wir haben einen Emir mit mir als... mit mir als Anhue auf der Duel-Lane einen, wer ist da? Ein Cthulhu auf der Solo-Lane, Zeus in der Mitte und Thor im Jungle. Ich kann auch waven. Ich kann sogar klappen. Kann ich, ja. Wundervoll, ich muss mal ganz warden. Bevor jetzt irgendwas passiert. Yay. So, ich habe mir den Skin geholt, beziehungsweise ich habe jetzt den Skin Boost aktiviert. Da ich den Skin habe, ich dachte mir, das ist immer interessanter, ein Video zu sehen von mit einem neuen Skin. Und so kann ich auch besser Thumbnails machen. Für viele alte Skins sind teilweise gar keine Bilder mehr wirklich erhältlich. Beziehungsweise kann man keine Bilder benutzen, um zu finden, die gut genug für Thumbnails sind. Daher gehe ich immer auf neuere Skins. Oder neuere Skins. Das ist so. Oftmals überlege ich einfach, okay, welcher Skin könnte gut sein. So. Okay, die ist mal schön genervt. Ich finde das sehr interessant, dass sie damit gestartet hat. Oh, er hat keine. Oh lol. Oh nö. Aber kein Problem. Wir sind voll in Level 2 und er ist letztlich sofort tot. Ich spring das sofort drauf, wenn ich Ultimate habe. Also wenn ich Level 3 werde, 2 werde. Ah, schade. Okay, machen wir das schnell. Aber es ist recht gut, glaube ich. Wir haben die recht gut gedamaged. Wir müssen noch ein bisschen besser koordinieren. Muss ich zugeben. Ich hätte vielleicht ein bisschen länger warten sollen. Okay, er ist schon. Wie konnte er so viel Level, so viel HP wieder haben? Das ist ganz schön überraschend. So, Athena wird uns wahrscheinlich bei der taunten wollen. Okay. Dude, pass auf. Will ich nicht tot sehen. Einfach ein bisschen Damage ist schon schön, solange wir sie aber von den Minions weghalten. Und bevor denn das nächste Level erreichen, ist alles super. Ich muss jetzt nur aufpassen mit Athena, dass sie mich nicht nervt. Geht er wirklich back oder ist das eine Falle? Okay. So, ich muss aber noch ein bisschen nerven die ganze Zeit. Wir werden von Level 3 sein. Das wird uns, also, jetzt nicht so übertrieben viel bringen, außer dass wir halt die Gegner total mit, hier. Ah, okay. Egal, wir haben sehr viel Schaden rausgehauen. Okay. Soll ich backgehen? Ich weiß nicht. Okay. Ich weiß gar nicht. Also ich bleib noch da. Ich sage mir noch ein bisschen Geld. Ich brauche jetzt noch 1700 bis noch. Ich brauche jetzt noch 1000 Gold, damit ich mir das Atem voll kaufen kann. Und solange ich jetzt keine großen Probleme mehr habe, beziehungsweise keine großen Lebensprobleme oder sowas habe, werde ich darauf warten. Und soll nicht backgehen. Jedenfalls ist das, nee, glaube ich, richtige Entscheidung in dem Fall. So, okay, ich dachte, ich würde mehr treffen. So, okay. Aber es sieht doch echt recht gut aus. Wir machen den total viel Damage. Wir können ihn nach hinten pushen. Ich habe noch genug HP. Und meistens, ich bin auch ein bisschen sparsam mit meinen Fähigkeiten. Oftmals benutze ich ja einfach zum Beispiel jetzt den Speer nach, den Speer-Skillshot als Clearing Tool. Aber in dem Fall würde ich das, glaube ich, erstmal ein bisschen lassen, um halt noch genug Mana zu haben, damit Emi und ich halt unsere Combo durchhauen können. Das ist das Klügere in dem Fall. Sie möchte mich. Warte, wolltest du mich taunten? Oh lol. Ich hätte werfen sollen. Ich war mir nicht sicher, ob ich das tun sollte. Weil ich glaube, die können wir nicht killen in dem Fall. Entschuldigung. Oh wow. Oh fuck. Autsch. Er hat mich gerade hart gerettet. Minions tun mir hart viel Schaden an.
Das ist einfach halt gar nichts getroffen, was aber ganz schön traurig war. So. Na okay. Okay. Oh fuck, okay. Oh nein, ich bin tot. Oh fuck. Ja, da habe ich etwas zu schnell geachtet. Scheiße. Und ich hab einfach alles zu schnell gemacht. Sie. Okay. Treffen. Kennen Sie? Okay. Leute, greift noch an. Geht jetzt nicht back. Wieso? Tor ist mit. Okay. Awesome. Weil. Die hätten. Das ist. War wichtig. Die müssen. Ich habe jetzt zwar keinen Assist bekommen, und war auch First Blood leider. Oder? Ja, ich war First. Ich war nicht First Blood. Ich glaube, das hat zwei Assists bekommen noch vor den. Ja. So, ja, es war halt ein bisschen schade. Es tut mir leid, dass ich habe da komplett falsch gespielt. Ja, da würde ich komplett. Kann ich rüberspringen, bitte? Ernsthaft? Ich dachte gerade, die Wand wäre zu dick. Okay, da bin ich kein Fan von. Dass die mich hier so einsperren. Dann ist E-Mail. Okay, macht mir etwas viel Schaden, muss ich zugeben. Ich habe jetzt auch nicht mehr eine Ultimate. Die hätte ich von gebraucht. Ich habe nur ganz, ganz knapp nicht gehabt, glaube ich. So, dann können wir das jetzt machen und dann muss ich backgehen. Also dann gehe ich nochmal back und dann. So. So, kaufe ich mir das Decking-Item und dann Livestream sowas. Ist sehr gut erstmal. Ist an sich auch ein guter Start, finde ich persönlich. Ich kann sofort anfangen zu stacken. Es ist okay, dass ich einmal gestorben bin. Dafür ist meine Lame einmal gestorben. Der Zeus ist gut gefeedert. Was sehr wichtig ist. Also Zeus, wenn Zeus gefeedert ist, dann kann er eine Runde gewinnen. Da ist halt so viel Teamfight-Taktik bei ihm mit drin, so viel Teamfights Win-Potenzial drin, dass das teilweise sogar um einiges besser ist, als wenn ich gefeedet werde. So, steig ich auch schnell hoch hier. Sehr viele Minions, okay, das war sehr gut, dass der aus. Ich hoffe, dass das rauskommt, dass Leute. Ne, E-Mail wird raus. Und das E-Mail jetzt auch noch tot. Wieso hat er das getan? Also ich bin auf dem Weg. Vielleicht kann ich einen Key raus. Oh, ich kann vielleicht einen Key rausholen. E-Mail wird überleben in dem Fall, glaube ich sogar. Ich kann probieren, was da rausholen. Ich kann was da rausholen. Sehr gut, sie ist da hinten, aber mein Ult. Ne, passt nicht. Sorry. Meine Ult würde in dem Fall nicht treffen. Aber ich habe einen Kill bekommen. Du hast in dem Fall sehr gut. Ich habe nicht ganz verstanden, wieso jetzt Emi dahin gegangen ist. Ich weiß, er wollte helfen und sowas, aber hätte sich bei einem bestimmten Ort, einem bestimmten Teil, hätte er sich dagegen entscheiden müssen. Und man hat einfach krass gesehen, das wird nichts. Dass die Leute sterben und da kann selbst Emi nicht viel tun. Das war, ja, hätte er vielleicht darauf achten sollen. Aber naja, passiert halt. Ist nicht schlimm, glaube ich. Gegner haben leider 3 Kills bekommen. Und, also die Athena war ganz schön aggressiv, ist mir aufgefallen. So, okay. Aber Zeus hat 3 Kills, Cthulhu 1 Kill, ich habe 1 Kill. Ja, das können wir gut gewinnen. Also, ihm ist schon zweimal gestorben, was nicht schlimm. Ich stack fröhlich herum, ich habe Lifesteal ganz viel. Daher kann ich an sich auch einiges mehr tanken als vorher. Jetzt brauche ich noch ein bisschen mehr Attack Speed und vielleicht noch ein bisschen mehr Damage auf meinen Fähigkeiten. Und dann könnte es was werden. Aber schon mal ein sehr guter Start. So, Gegner fehlen drüben. Ich hoffe mal jetzt mal, dass auf der in der Mitte jetzt nichts passiert. Okay, er ist noch hier. Ich glaube, in einem 1 gegen 1 bin ich besser als er. Er hatte seinen Stun und sowas, aber ich kann ihn einiges weiter hinten halten. So, er springt weg, er hat einen Escape raus. Okay, das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Also ich halte ihn gut weg von meinen Minions, das ist erstmal hilfreich in dem Fall. Dadurch kann er nicht viel farmen. Na, verdammt. Ja, das war ganz knapp, dass ich den nicht getroffen habe. Aber knapp ist halt auch nicht getroffen. So, sehr gut, sie ist tot. Sie kann in der Mitte durchpushen, jedenfalls probieren zu pushen. Die haben nicht keine Chance, also die sind zu dritt. In der Mitte ist niemand mehr, so wie es aussieht. Nein, danke, da bin ich raus. Das muss nicht sein, ich mach dir auch nicht wenig, Schaden. Er hat mehr Mana als ich. Ich hätte noch gerne meinen Gank drüben. Wir können okay rausholen, ich hab meinen Ult. So, okay.
Ich glaube, ich sollte rausgehen. Wie viel Geld? Okay, ich kann mir Schuhe kaufen. Ich glaube, ich gehe jetzt back. Ich mach das Camping noch drüben, kaufe mir Schuhe und dann gehe ich back. So. Das ist, glaube ich, nicht schlecht. Okay. Ich hoffe jetzt nur nicht, dass der Emil da jetzt stirbt. Ich habe überlegt, ob ich mir die Attack Speed Schuhe kaufen soll. Ich lasse es erstmal. Ich glaube, ich kann jetzt in dem Fall mehr Damage gebrauchen und ich kaufe eh jetzt ganz viele Attack Speed Items noch im Nachhinein. Executioner ist, glaube ich, wirklich sehr gut auf ihn. Und auch insgesamt sehr viel Penetration. Das kann bei Anhuhe wirklich viel helfen. Aber auch schon die Passive, glaube ich. Ja. Passive bringt ja auch einen Gegner, Physical, Debuff und sowas auf die Physical Protection und so. Das ist wirklich nicht schlecht. Das ist wirklich nicht schlecht für einen, also für einen ADC auch noch. Damit kann man so viel anfangen. So. Und ich habe schön viel Lifesteal und sowas. Das ist nicht schlecht. Ich kann hier schön viel machen erstmal. Ich hätte es auch bald vollgestackt. Gegner 4 drüben jetzt bei mir gerade. Weil die sind auch in den zum Buff gegangen, denke ich jetzt mal. Ich würde mich an die E-Mail nochmal wieder freuen, wenn er wieder herkommen würde. Auch wenn halt Athena hat das Potenzial, überall hinzugehen mit ihrer Ultimate. Da ist es halt kackegal, wie weit du von jemandem entfernt bist. Okay. Er ist gleich level wie ich. Athena ist in der Mitte, daher kann ich, glaube ich, hier jetzt rüber angreifen. Oder das ist eine krasse Falle. Wo ist er hin? Du hast hier mal einen Pot benutzt. Ja, da ist er. Lauf den Weg. Sehr gut. Oh, fuck. Autsch. Sehr gut, der noch gekillt. Sehr gut. So, wir machen jetzt schon die Mitte. Den Tower hier jedenfalls. Wir können auch an sich die Solen angreifen. Die Goldfree ist eine gute Idee. Cthulhu zerstört da drüben seinen Tower. Also, die Minions zerstören eben den Tower. Das ist gerade übertrieben gut gelaufen. Sehr schön. Also ich habe ein gutes Team, ich hab ein wirklich gutes Team. Das macht mich verdammt fröhlich. Okay. Der Damage kann ich auch ein bisschen tanken. Wo das immer den Debuff bekommt. So, wir können auch probieren, bei uns den Tower zu zerstören. Jedenfalls probiere ich das mal. Ich habe ja genug Mana und so. Oh. Oder? Also ich, na, E-Mail kann das lassen. Was denn? Achso, er ist da drüben. Okay, kein Problem. Aber ich kann eine gute Farm hier. Da bin ich auch voll gestackt. Was ist das? Ich hab meine Ult gleich wieder. Sofort. Okay. Ich muss back gehen. Und MK rausgeholt. Ich muss hier raus. Oh Gott, ich bin auch Schaden bekommen. Autsch. Meine Ult ist down. Okay, das war nicht gut getroffen. Ich habe Angst vor den Gegnern, muss ich zugeben. Da ist Sera. Mit der möchte ich nichts zu tun haben, möchte sein. Die kann einfach ihre Ult raushauen und ich wäre tot. Bin ich mir recht sicher. Ja, das macht sie das hier. Okay. Aber sie muss jetzt hier sein. Mitte wird jetzt durchgepusht wieder. Also Mitte brauchen wir jetzt eigentlich gar nichts mehr zu tun. Wir sollten uns eigentlich noch um die Duo und die Solo kümmern. Und hat die Objectives überall. Weil, wie ich immer sage, Objectives, Leute, nimmt Objectives. Wenn der Gegner bescheuert ist, bzw. wenn der Gegner keine Chance hat, irgendwas zu verteidigen, dann nimmt das Objective, wenn man nur so hat, wie ihr könnt. auch wenn sich das etwas falsch anhört. Dadurch, dass ich Penetration habe, recht viel, dass man so auch aufbauen kann und sowas, kann ich ja Tower auch wirklich sehr gut wegmachen. So, ich mach das nur, um die Gegner die mir jetzt zu slowen. Ich werde gleich weggehen. Okay, das hab ich nicht getroffen. Okay. Nein, danke! Oh, fuck. Okay, da bin ich raus. Ja, Dann hätte ich rechnen sollen, aber das war ein bisschen blöd von mir. Irgendwie habe ich damit gerechnet, dass sie jetzt auftauchen. Aber jetzt nicht so, das ist jetzt nicht so schnell. Ich hatte noch im Kopf, dass sie in der Mitte wäre. Das war sie aber leider nicht mehr. Ich nehme dich mit viel mehr Attack Speed. Ich kann nochmal. Soll ich mal Transcendence stacken? Mach Double Stacking, auch wenn. Auch. Also, es tut mir leid für Leute, die zuschauen. Also die andere gerne spielen.
Ich mach das nur, weil ich glaube, ich habe gerade einfach die Chance dazu, was zu machen. Und das bringt mir einfach gerade recht. Bringt mir mehr Damage, mehr Penetration und sowas. Und also mehr Damage, mehr Mana und Mana-Probleme habe ich einfach hart. Und, hier. Es ist nicht schlecht. Es ist nicht schlecht. Daher kein Problem. Double Stacking ist auch immer lustig. Und ich mache dadurch halt wirklich sehr viel Schaden. Und wie gesagt, ich habe gerade die Chance dazu. Ich kann es einfach machen. Ich habe meine Lane für mich, beziehungsweise ich kann Fights gegen Ola alleine, kann ich total easy nehmen. Wir müssen jetzt nur aufpassen, dass die Mitte jetzt nicht zerstört wird. Aber es passiert auch nicht. Goldfree spawnt jetzt. Die nächste ist eine ODP, was uns sehr viel bringt. Bist du da? Du bist da, sehr schön. Mit dich schnell. Und ich mache nicht wirklich wenig Schaden. Das auch mal so ein großer Pluspunkt ist. Die haben die mittleren Tower fast fallen lassen. So, und ich kann den Tower hier drüben kaputt machen, weil die mehr zu tun haben in der Mitte. Außer jetzt auf einmal Hera taucht bei mir jetzt auf oder Aokwong. Ich glaube, das Aokwong kann ich nehmen, Aokwong ist noch da drüben. Also Hera und Nemesis fehlen. Oder Hera, je nachdem, wie man sie aussprechen möchte, ob es Deutsch oder Englisch ist. Okay, Nemesis ist drüben, Hera könnte bei mir auftauchen. Okay, sie ist da hinten. Den Tower mache ich aber trotzdem kaputt. Und das mal kurz. Soll ich sie fighten? Also Ola ist wieder da. Ne, ich lass es mal. Wir können zu Goldfree rübergehen wieder. Jedenfalls als nächstes vielleicht. Wäre es keine schlechte Entscheidung. Das Ganze mal zu machen. Und das wieder hier drüben. Hier ist auch noch in der Nähe wahrscheinlich. Will ich stark mitrechnen. Okay, er geht weg. Er ist schon weggegangen. Ich greife das Ganze einfach an. Habe ich auch kein Problem mit, nehme ich gerne mit. Als nächstes spawnt die Goldfree wieder. Da, oh. Sie rennt sofort weg. Da, ich. Schlag ihn vorher, sollte er keinen Fall taken. Weil, das könnte wirklich eine Falle sein. Und damit möchten wir nichts zu tun haben. Sehr schön. Das Weißpack ist auch sehr interessant. Also, ich würde jetzt mal sagen, das ist jetzt nicht so mein Lieblings-Voice-Pack. Ich mag zwar solche quietschigen Stimmen manchmal sehr gerne, aber in dem Fall ist es etwas übertrieben. Sehr schön. Okay, die Gegner tun mir wirklich leid. Das kann nicht passieren, was sollen wir tun? Wir können das Ganze aber fertig machen. Und ich habe genug Penetration und sowas, dass ich das gut machen kann. Oh lol, mein Turm wurde verstanden. Und er wurde einfach. Nein, so, er hat gewürtet. Sehr schön. Und Thor hat einfach den Oder geht so richtig random. Okay, das ist doch sehr schön. Nehmen wir Wards mit. Ich brauche gerade gar keine Pots mehr. Jedenfalls, ich habe genug Lifesteal, ich habe genug Attack Speed. Ich hab 2000 Schaden gemacht mit Auto-Attacks. Das ist wirklich nicht schlecht. Aber wie gesagt, ich baue halt einfach auf Schaden. Ich baue halt auf Penetration und sowas. Und das ist wirklich nicht schlecht auf Anhur. Jedenfalls aus meiner Erfahrung her. Und wenn ich kann es mir gerade leisten, jetzt Double zu stacken und so zu bauen. Weil ich dem Gegner halt dadurch einfach mehr Schaden mache und ich habe auch die Zeit dazu. Ich glaube, ich könnte sogar probieren, den rechten Fight und machen. Können wir es machen? Also, ich würde es vielleicht überlegen. Wardet ist hier nicht. Also, wir können das hier noch schnell angreifen. So, ich mach schnell hoch ein bisschen. Können wir einen Fight machen? Ja, können wir machen, sehr gut. Autsch, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht von den Schaden getroffen werde. Okay, es greift mich an. Da muss ich leider rausgehen. Okay, Ultimate besser übertrieben. Aber wir bekommen. Ich weiß nicht ganz, was mit dem ihm passiert ist. War es auch nicht so übertrieben schlimm. Ich nochmal. Ich kann mal back. Aber ich kann. Ich warte noch ein bisschen auf. Oh nee, ich muss back gehen. Fuck, der Tower ist weg. Bin schnell auf dem Weg nach da drüben. Also, das Problem ist, ich überlege gerade, was ist wichtiger: der Fighter und Buff oder der Tower? Ich habe auch etwas überreagiert, muss ich zugeben, mit meinen ganzen Fähigkeiten und sowas. Und meine, hier. Dass ich halt einfach Speedbuff, den Heaven Demix und sowas eingesetzt habe. Aber ich wollte nicht sterben. Ich wollte nicht sterben. Ich wollte es nicht traurig. Ich wäre so ein bisschen traurig gewesen. Aber mein Lifestyle ist einfach geil. Alter, ich habe so viel Lifestyle. Ich heile mich so hoch. Und ich stacke ja eh.
Wo sind die Gegner jetzt? Das ist so die Frage. Wir bräuchten ein paar mehr Wards. Auch wenn wir jetzt keine große Angst haben müssen von den Gegnern. Hi. Okay. Sehr schön. Sehr schön. Ich stack jetzt einfach ein bisschen weiter. Also, okay, was macht er? Okay, scheiße. Da ist der Aquang hat keinen Bock mehr auf sein Team und macht einfach die ganzen Sachen. Ich geh jetzt hier drüben durchpushen. Wenn jemand wollte, könnte er weggehen. Okay, ich geh weg. Ich geh mal nach drüben. Penetration. Ich will den Tower nicht verlieren. Und Aquang müsste weggehen eigentlich. Wenn, er könnte seinem Team helfen zum Verteidigen. Okay, tut er auch. In dem Fall hätte ich weiter pushen können, aber egal. So. Pushe ich halt hier drüben durch, außer die beenden das jetzt da drüben. Können sie es beenden? Ich weiß gar nicht. Oh, okay, Aquang geht jetzt in die Mitte. Also er müsste weggehen. Er müsste weggehen. Er hat keine Minions in der Mitte, hat keine Minions auf der Solo-Lane. Keine Minions mehr auf der Solo-Lane. Da ich hier gerade bin. Die Frage ist jetzt nur, beendet mein Team das Ganze? Nein, ich will es noch nicht beendet haben. Ich will den Tower noch zerstören. Komm schon. Was ist der Anhur? Aquang. Also wir können es gerade beenden. Ich glaube, die beenden es auch gerade. Ich will noch einen Tower zerstören. Komm schon. Sehr schön. Oh. Alter, ich hatte so ein gutes Team. Ich hatte so ein gutes Team, wirklich. Das ist... Finde ich sehr cool. Danke für den Wunsch, by the way. Ansonsten wäre das vielleicht nicht passiert. Ich muss sagen, ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gemacht. Das wäre sehr cool gewesen. Also hätte ich noch mehr für mein Team getan oder so. Ja, wie gesagt, der Zeus konnte halt von Anfang an gut gefeedet werden. Das war somit das Wichtigste für das Ganze. Weil man möchte einen gefeedeten Zeus nicht haben. Da ist es so... Gefiederter Zeus ist an sich lose the game, einfach fast instantly. Also jetzt für Early Game. Der hat auch wirklich nicht wenig Schaden gemacht. Ich hab sogar am wenigsten Schaden zum Team gemacht. Oh, sogar am zweitwenigsten aus der Runde. Ist ein bisschen traurig, muss ich zugeben. Aber naja, es war eine sehr entspannte Runde. Ich konnte sehr viel. Kann ich mich wieder Jackson haben? Ja. Ich habe 4000 Structure Damage gemacht. Ich habe nicht viel Damage angenommen. So ist. Ja, also 3, 2, 4 ist so eine gute Runde. Das ist halt so eine Meh-Runde und das ist okay. Ich denke jetzt mal, das ist eine okay Runde. Und ich hoffe jetzt auch, dass es interessant für euch war. Also wahrscheinlich eher weniger, weil ich halt nicht so übertrieben viel geleistet habe. Aber es war halt so, ja, Anu ist lustig. Leute spielt Anu ist wirklich lustig. Ihr müsst halt nur halbwegs schaffen, die ganzen Fähigkeiten zu treffen. Ja. Okay. Dann, wie schon gesagt, falls ihr irgendwelche Wünsche habt, welche Götter ich jetzt nicht spielen soll, schreibt sie gerne in die Kommentare. Abonniert, falls ihr noch nicht getan habt, lasst gerne ein Like da. Und wenn ihr noch mehr davon sehen wollt, ja, dann schaut euch gerne andere Videos an, die ich bisher zu Smite und Conquest und was gemacht habe. Ja, dann passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.